herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, geht's heute um ein Pferdehaar-DIY. Ich habe dem Mio den Schweif geschnitten und habe dieses kleine Puschel gleich wieder verwertet, um mir einen Anhänger zu machen. Es geht auch gleich los. Ich habe das letzte Ende vom Schweif unten mit einem Gummiringel zusammengebunden und habe es dann abgeschnitten und mit nach Hause genommen. Habe es dann circa 4 bis 5 Mal gewaschen und dann seht ihr, was ich genau damit gemacht habe. Mega wichtig sind eine scharfe Schere, Klebeband, entweder Sekundenkleber oder eine Heißklebepistole. Ihr bindet oben die Haare gut zusammen und klebt sie dann oben praktisch bündig ab. Entfernt noch die losen Haare. Und dann braucht ihr noch einen Schmuckverschluss. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mit eurem fertig geklebten Puschel in ein Bastelgeschäft gehen und euch dort den passenden Schmuckverschluss aussuchen. Ich hatte ein paar zu Hause, somit wusste ich gleich, welchen ich nehmen kann. Um euren Schmuckverschluss zu befestigen, einfach etwas Kleber hinein und dann das gut zusammengeklebte Pferdehaar-Puschel, mir fehlen die Worte, hineindrücken und warten, bis es trocken ist. Dann noch das Gummiband entfernen. Und Deko drauf. Und das war's eigentlich mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert und ich wünsche euch mega viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt auch die Haare noch weiter fixieren mit etwas Kleber rundherum. Und ja, das war's. Was habt ihr schon alles aus Pferdehaaren gemacht? Habt ihr auch schon irgendwelche Armbänder geflochten oder sonstiges? Mein Pferdehaarpuschel hängt bei mir im Auto und er begleitet mich immer. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns im nächsten Video.